Oh, scheiße, hier ist alles verbrochen. Eigentlich würde ich jetzt ganz normal starten, aber ich habe gerade eben mitbekommen, dass oben einer ist. Tatsächlich ist das, das ein Display ist, wo ich bin, im Flohzirkus. Aber ich weiß nicht, wer sich da oben befindet. Und ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar Aufnahmen hin und die Hunde. Solange würde ich jetzt erstmal ein bisschen warten. Bis gleich. Okay, ich grüße Sie wieder von hier drinnen. Also, Sie sind endlich weg. Wie ich schon gesagt habe, es ist hier der Flohzirkus. Der Insider unter den Insidern. Ja, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut und habe auch festgestellt, ey Leute, wir haben irgendwelche dämlichen Arschlöcher das Eichhörnchen schon geklaut. Es ist ja alles wie stehen gelassen und gleichzeitig auch alles wieder so verwildert, so Displaces-mäßig. Es ist ganz komisch. Was man sagen kann, der Vorbesitzer ist ein da gewesen, der sehr, sehr gerne Bücher gelesen hat. Mensch hat am Abgrund. Aladdin. Ach, man kann sie echt sehen. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, es geht hier sogar noch weiter. Ach, das sind ja Videokassetten. So, und jetzt sind wir hier in der Pornoabteilung. Wer weiß, was wir jetzt hier finden. Zumindest eine richtig geile Anlage noch aus DDR-Zeiten. Aber mehrfach. Aber mein lieber Scholli. Deckst etwas sehr, sehr selten. Gucken, ob es noch Töne gibt. Oh, total. Total verstimmt, aber übelst. Ach, was ist das denn? Ich dachte, das ist eine Trophäe. Aber ich sehe gerade, das ist eine Uhr. Das ist ja schon eine Uhr.
auch einsehen, dass es nur auch ein Hundeliebhaber ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein alter Mann gewesen ist, der hier hauste. Das sieht ein bisschen aus wie Blut. War das ein Forscher, ein Biologe? Das ist interessant. Patron. Das kann auch ein Jäger gewesen sein. Also von der gesamten Geschichte. Ich finde hier Patron, ich finde seinen alten Hund, den er ausgestoppt, wieder dahingestellt hat. Ich finde Substanzen, ich finde Blut. Also ich neige wirklich dazu. Also mein ursprünglicher Gedanke war, es könnte ein Jäger gewesen sein von Beruf heraus. Aber vielleicht. Als Hobby kann man das ja nicht betreiben. Oder? Was ist das? Natrium. Ach, VEB? So alt? Ja. Nicht wundern, es ist noch ein kleiner Nachtrag. Ich bin immer noch im Haus vom Flohzirkus. Und ich sehe gerade, das sind die Grabsteine. Für seine zwei Hunde, die er da hat. Ja. Aber so. Jetzt mache ich mich wirklich auf. Bye, bye.